Guten Morgen. Was haben wir heute für einen Tag? Gut aus. Was ist heute für ein Tag? Ein Tag heute ist. Ich nicht. Mein Geburtstag. Ah, doch. Na gut, dann hau ich mal schnell ab. Wir müssen in die Schule, Kinder. Hä, du musst doch ein Geschenk auspacken. An Geburtstag gibt's Geschenke? Das ist aber nett. Was kriege ich denn? Ah, Mama hat noch gemacht für die ganze Bagage in der Schule. So, Mali, seid ihr soweit? Ihr könnt kommen. Ah, ja, 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 ja. Papa, bei Schuss. Komm her. Stay to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Lumen. Happy birthday to you. Bravo! Bravo, bravo! Das kuschel ich dir. Damit kannst du kuscheln. Pikachu. Lumi, guck mal kurz einmal her. Und so, fertig. Okay. Möchtest du noch dahinter gucken? Dahinter ist nichts. Dahinter? Ja. Ist draußen. Dahinter ist draußen. Dein Geschenk für heute ist... Das. Ich werde es jetzt auspacken. Okay. Du kommst runter, geschenkt, Malibu. Mama, das Geschenk macht mir irgendwie Angst. Ja, mir auch. Ja. Kann jemand die 8 halten? Nein. Hallo? Halte sie. Ja, das ist gut. Das ist eine gute Idee. Ist schwer. Trag es mal in den Boden. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ja! Mama! Oh Gott, das ist... Das schöne Geschenkpapier. Mit dem Geschenkpapier müssen wir überdenken. Was ist das? Ja. Das ist dieser Koffer, die immer eine Werbung kam. Ja, der beste Lumen. Hat jemand etwas, um das aufzumachen? Wollen wir das mal zusammen aufmachen, weil ich weiß schon, wie das endet. Das ist ein Schlauch. Nein, das ist meins. Da kann man hier rüber damit. Mama, ich freue mich so, wie ihr Zimmer aussehen wird. Ja, sie hat ein Zimmer. Mama. Was machst du da? Wie es aussehen wird ohne Zimmer. Okay, guck mal, wie man hier irgendwas aufmacht. So süß, so fein. Mama, ja. Ich weiß nicht, wie ich aber noch ein paar Geschenke, aber... Ja. Alles für Lumen. Nimm mal gucken. Waren das alle Kopfchen? Ja. Ich habe das Gefühl, das fehlt ein. Nein. Doch können. Wir haben das sogar noch auf der Verpackung abgebildet. Die Verpackung ist weg. Habt ihr es jetzt dran? Ja, genau, da oben kommt so. Wunderbar, ihr seid ja ganz. Ja! Ich muss nur noch das Bett machen. Mona, wo ist deine Socke? Bist du ein Emo? Ja. Ich hab das Video umgesprochen. Also das war also Teil 1 der Bescherung. Naja, den Rest später. Tag. Ja, das war so schön.
ich lag da und Papa und ich waren ganz lange spazieren. Hörst du mich? Damit du aus dem Bauch kommst. Das kann ich schon nicht wegen dir. Du musst ja immer ganz viel laufen, damit das Baby immer weiter runterrutscht. Ja. Mama. Ja. Ja, aus dem Bauch. Quatsch. Austreibungsphase. Das muss man machen, damit das schneller geht, damit es nicht so lange dauert. Wenn man nur liegt, passiert gar nichts. Das habe ich bei Alu gelernt. Ja. Da war sie nämlich der Gammler. Da habe ich nur gelegen und das hat ewig gedauert. Da wusste ich, ich muss viel laufen. Stimmt, kann ich immer noch laufen bei Alu. Ja, das stimmt. Alu war es halt einfach die Beste. Und dann kam es. Und lagst da ganz süß, sahst du aus. Da hatte ich schon richtig Augenbrauen als kleines Mädchen. Nee, ich meinte. Ja, und dann hast du gleich losgenuckelt und Milch getrunken. Du hast mich nicht mehr losgelassen, 2 Stunden lang. Und hast total geschwitzt dabei. Das weiß ich noch. Tag voller Fahrerei. Ich hab am Ende ist Sarah schon keinen Bock mehr. Nimm mal das Spiel damit. Au, jetzt habe ich mich eingeklemmt. Ja, das war meine Absicht. Das habe ich gewollt. Oh, da bist du gut da drin. Mach jetzt. Ein. Du musst es hochkant halten. Ja, hoch. Ja. Dann ist das halt auch ja kein Thema. Ich hab den Ring ausgetauscht, das war Absicht. Ja. Zuerst blau, ich mach das ja noch Farben. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Tada, der Boiler. Wo bist du da hingegangen? Edeka. Oh. Die haben doch so eine Flaschentheke. Oh. Und da haben die aber auch, naja, die machen da auch Buletten und sowas. Ich weiß, die Buletten sind gar nicht mal so lecker. Nee, die Buletten nicht? Nee. Dann nimmt da lieber eine Zimbo-Bulette. Was ist das? Kennst du nicht Zimbo? Diese 5 Buletten in einer. Hast du so? Das ist die Zimbo-Bulette. Ja, aber irgendein komischer Teil im Mund. Ja. Lecker, 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 lecker. Geht nix über.
Lecker, 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 lecker. Du warst total sauer. Wer bitte? Du warst total sauer, als ich erzählt habe, dass Leon an deinem Geburtstag da war und mich nicht aufgemacht haben. Nee, aber das kann doch nicht wahr sein. Ich habe gesagt, ich mache auf. Ich bin jetzt auch nichts dafür. Also nee, ihr seid so verrückt. Naja, aber wir haben es ja nicht gekappt. Ja, ihr sagt, wir melden uns oder wissen wann. Ihr wusst ja nicht. Dass er einfach dasteht. Ja. Ich könnte mal ein bisschen was zurückbekommen von dem, was er uns ja dann versetzt hat. Aber es tut mir auch leid. Ja. Nee, das war nicht so gedacht. Nein, nein. Na, das riecht aber kostlich. Mm. Aber kann ich auch eine Brotscheibe haben? Oh. Dann überlege ich mir noch. Na, 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 na. Was soll ich jetzt hier haben? Naja, besser ist auch. Muss ja nicht sein. Davon haben wir ja auch gar nicht geredet. Das war sowieso keine Option. Ja. Ich liebe dich, Tommy. Hoffentlich. Ja. Piggidi Paggidi Peitsch. Ja, ich muss die anderen beschützen vor Piggidi Paggidi Peitsch. Es ist Piggidi Paggidi Peitsch. Auch T-Shirts unbedingt. Was für T-Shirts? Das ist jetzt nicht falsch. Ja. Was steht heute an, auf alle Fälle? Was steht denn heute an? Geburtstag. Geburtstag. Kuchen abholen. Genau, jetzt abholen. Kuchen abholen. Aufräumen. Lumen lieber abholen. Die Taube in der Hand als den Spatz auf dem Dach oder so ähnlich. Ja, 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 so ähnlich war der. Na, könnte auch andersrum gewesen sein. Ah! Aber so ist es. Ja. Stimmt's. Ich hab die Taube in der Hand, auf alle Fälle. Hört sich vielleicht blöd an, aber vielleicht könnte man versuchen, beim Zoo, Tierpark etc. Haben wir gestern auch kurz überlegt, ihn einfach durch den Zaun durchzustecken. Bei wem? Bei wem? Bei den Brieftauben. Bei den Brieftauben. Ja. Tierpark anzufragen, die haben noch Parkfläche, freilaufende Vögel, Enten und so weiter. Ja, freilaufende Taube ist allerdings immer gefährdet und wird dann kaputt gemacht von Krähen und anderen. Und das ist das Problem. Das ist ja nicht das Problem, die irgendwo. Ansonsten könnte man sie auch so aussetzen, ja, aber die wird halt hier geholt, die wird geräubert. Dann das ist nicht gut. Das wollen wir nicht. Ja, das wollen wir eben nicht. Das wollen wir nicht. Genau. Patrick, Blog schaue ich mir nach Feierabend an. Danke, ja, mach das bitte. Schön anschauen. Mhm. Mhm. Und du, meine Eltern, kommst, dann freust du dich auch bei jedem Geburtstag, den du noch feiern kannst. Ja, ja. Das ist aber irgendwie ein bisschen tragisch. Aber dann habe ich noch endlich Jahre Zeit, ja. Hoffentlich. Grüße aus dem Pott, GT ist ja mal voll geil. Ja, das ist wirklich schön. Schon, was macht der Achim denn da freilich am wackelnden Laufrad? Ja, ja, ja. Ich werde ihm das nicht mehr sagen, solche Sachen. Der Achim ist der unangefochtene Champion im Sachsnamen. Selbsterklärter. Angucken. Selbsterklärt, unangefochten. Aber wenn jemand anders das schreibt, ist das mal ganz gut. Vielleicht liest er das ja auch und dann nimmt er sich was raus dabei.
So. Wenn ich das immer nur sage, solche Sachen, dann ist das immer nicht so gut. Naja, das liegt auf alle Fälle heute an. Also heute Torte abholen. Ja, wir feiern ja nicht. Für uns. Aber für uns soll nur trotzdem eine kleine Torte. Diesmal, ne? Ist ja. So eine kleine. Und Lumen hat sich eine Schokotorte gewünscht. Und da hat man nämlich schon Jahre nicht mehr. Der Achim ist im Laden. Der braucht noch Geld, weil ja eine Bestellung noch kommt. Und dann hoffe ich, dass auch mal Geld drin kommt, langsam wieder, weil bis jetzt bin ich total die. Hat nicht nur ausgegeben, war, seitdem der Laden offen ist. Ja, ja, die anderthalb Wochen jetzt. Anderthalb Wochen, Quatsch. Eine Woche war er jetzt im Laden. Und die war bei null am Ende. Letztendlich. Sind wir mit null nach Hause gelaufen. Aber der Laden war offen. Das ist ja auch schon ein positiver Effekt für die Leute. Gut. Also. Das sehen wir uns später nochmal. Eventuell. Später. Auf. Lass mir in Ruhe. Das heißt, hab damit nichts zu tun. Die nicht. Hab ich die nicht. Ich dir doch gegeben. Ja, hab ich dir gegeben. Ja, jetzt. Ganz offiziell. Ach, bitte ganz warm machen. Ganz warm. Was kaputt? Es ist was kaputt. Angst. Große Angst. Du hast jetzt Geld bei. Ich habe jetzt 80 Euro oder so mitgenommen. So. Ich habe jetzt nichts anderes bei, keine Karte oder irgendwas. Tja, doch Telefon. Ja, Telefon ist da. Ja, schick mal bitte Achim eine Nachricht. 120 Euro für BBF liegen in der Kasse. Ich habe 10% Rabatt gekriegt auf den Kuchen. Warum? Kannst du mir auch nicht sagen. Kannst du dir auch nicht sagen. 49 Euro und 10% sollte sie abziehen, steht da. Das ist der 100. Kuchen, den wir geholt haben, oder was? Ja. Keine Ahnung, musste sie auch nicht. Alle 100 Kuchen? Einmal 10%. 100 hatten wir noch nicht. Sicher? Aber schon ein paar. Ja, den kannst du nicht machen. Die muss diesen Bodenvogel. Die Taube allgemein ist der Bodenvogel. Jetzt hat einer geschrieben, man sollte sie erlösen, aber ich denke mir, gut, aber die hat doch keine Schmerzen. Oder ist das für eine Taube jetzt das Leben nicht lebenswert, weil sie nicht fliegen kann? Wir kommen. Bitte holen. Nein, natürlich nicht. Aber mal ein bisschen Müll mitnehmen.
Wann ist Wunderwelt? www. Ich komme gerade richtig? Wieso? Du musst was bestellen, was ich nicht im Katalog finde. Ich muss was bestellen, was du nicht im Katalog findest? Ja. Wieso? Ich brauche 2 blaue 20 Zoll Reifen. Moin. Blaue 20 Zoll Reifen? Ja. Wieso? Für ein Kinderrad. Was ist das für eine Unordnung hier, Walle? Wann habe ich schlechte Laune, ey? Ja, das glaube ich dir, ey. Wenn man das so hinterlässt, dann hätte man manchmal eine schlechte Laune. Das ist ja unglaublich. Wunder, dass sie die Mülltonne abgeholt haben heute. Ja, was hat er erst denn schon? Hat er hingekriegt? War schon immer fertig. Hast du alles wieder zusammengekippt, weil es so langweilig war? Normal machen. Ja, nee, man kann ja auch mal irgendwie 5 Kästen vorher machen. Ey, das ist ja so eine Aufteilungskiste in der gelben. Weißt du, Inside, ja. Naja, hab ich dir gesagt. Mach mal immer nur eine Tüte raus. Nee. Eigentlich, du hast Wechsel jetzt da, ich hab ja nicht. Hä? Von was redet es? Ich hab keine Ahnung. Was sagen? Was machen Sachen? Urlaub. Sachen machen viel. Ach so. Ich hätte Angst, dass ich, wenn ich mit meinem Downhiller komme, du den haben willst, weil der ein Bike-Rennen-Projekt-Farben ist. Ach so. Hi. Wenn du mit deinem Downhiller kommst, dass ich den haben will, dann hast du Angst vor. Ja? Zitterst, verschlotterst du oder was? Was meinst du jetzt? Wir sind auch. Also, einmal runtergedrückt auf den Boden, danke, tschüss, auf Wiedersehen. Ich will eh haben, gib her. Ich will doch so haben. Ich will just haben. Einfach herheben. Ich glaub, willst du gar nicht. Einfach aus Respekt. Einfach abheben, vorbeibringen. Aus Respekt? Ja. Deswegen. Er hat einen neuen Kubara-Liebling. Hi. Kann er für wheel. Kann er wheel. Wheel. For real. Der freut sich da. Weil, ey. For real dein wheel, ey. For real? Was? Gorilla? Was? Ja, hier hab Duomatik, ich hab Problematik. Das ist ganz einfache Schaltung. So, ich glaube, wir müssen eh abbiegen, ne? Müssen wir? Müssen wir. Ihr seid voll die Raudis! Oh. Ja, Bub! Ich bin auch noch da, hallo! Ich bin direkt drüber gefahren! Ein Arm und ein Bein. Genau, noch eine Schlaufe ran mit einem Bein und einem Arm. Na dann. Ach, so, gut. Na, wisst ihr nicht, wann hast du denn als nächstes Essen gedacht? Selber Achtung, Leon, ist die hausgemacht. Ganz oft sind sie von vor 3 Tagen, weil es nur noch ganz drin im Kern weich ist, alles drumherum. Versuchszeit, heute ist der 10.11. um 5 nach 12. Nicht 5 vor 12, 5 nach 12. Für Leon ist es also schon zu spät. Es gibt keine Rettung mehr. Er ist die hausgemachten. Langsam setzen motorische Störungen ein. Obwohl er sie nur aufgeschnitten hat. Nee, er wird gesund. Er wird gesund? Oh, stimmt. Ich könnte ja so eine Kiemen.
Querreaktion. Boah, das ist ein Ding. Das ist gut. Du musst dir so eine Maske aufsetzen. Das ist wirklich giftig. Das ist Essig. Das ist gesundheitsschädlich. Nee, das ist nur Essig. Also ich brauche nur Brötchen jetzt Essig. Ja? Wo ist denn jetzt Essig? Hier. Guck mal. Mann, ihr habt alle keine Ahnung. Und der Kleid, der Film? Ja, der Scheiben? Wie, was meinst du? Essig aufgelöst, was los war. Potsdam grüßt das neue Deutschland. Ein Aquafilm, Aquavorspann. Ach bitte! Brigitte! Ach bitte! Potsdam grüßt das neue Deutschland. Mal schauen wir uns das neue Deutschland doch auch mal an. Servus! Ah, oh, ja, ist doch gut. Wie lange grüßt Potsdam denn das neue Deutschland? Jetzt. Bild 1, Szene 1. Ah, ja. Und so weiter. Das Ding kann man verkaufen. Paris-Pokal, Deutschland, England 1929. Mhm. Ja, gut. Ist halt auch drauf. Ja, das ist ein Fußballturnier. Das ist ein Fußballturnier. Das muss ich kein erstes Mal, das muss man erstmal sichern. Das ist das Problem bei den meisten Sachen. Das ist die Wochenshow, hier Propaganda. Vernichtung eines britischen, britisch-amerikanischen Gleitzuges im Eismeer. Was ist hier drauf? Alter. Die Taube haut ab. Den einen Tag haben die Kinder und ich die gesucht. Die ist aus so einem. Wir machen hier mal dieses grüne Ding hervor. Und dann war da aber so ein kleiner Spalt und da ist die rausgelaufen. Und wir haben eine ganze Wohnung abgesucht. Ich mache Kinder, passt auf, die ist irgendwo, tretet nicht drauf oder so, ne? Und weißt du, wo sie dann war? Im Badezimmer, oben, wo die Bademäntel hängen, an diesem Haken. Da oben auf den Haken saß sie. Und wir haben den ganzen Boden gesucht, weißt du? Und hat von oben so runter geguckt, was wir so machen. Ja, tschüss. Die Welt ist hart. Das sind die Ghetto. Ja, was schätzt du, was das kostet? Was? Was kann man dafür nehmen?
und die muss ich einstellen. Das ist auf Jahr noch morgen. Bitte. Sandmine. Wochenschau. Deutsche Schlachtschiffe brechen durch den Kanal. Es wird die Aufgabe der Geschichtsschreibung sein, das hohe Gewicht einmal festzustellen, dass der deutsche Seekrieg, dass der deutsche Seekriegsführung in diesem Zweiten Weltkrieg in Bezug auf die strategische Gesamtentwicklung beigemessen werden muss. Wenn die Öffentlichkeit heute immer wieder von den schneidigen Vorstößen und den unermüdlichen Angriffen der deutschen U-Boot-Waffe erfährt, die auf allen Meeren operiert, die Nachschubwege des Feindes gefährdet, das Tonnageproblem für die Gegner immer schwieriger gestaltet, so sprechen die Versenkungsziffern eine sehr beweiskräftige Sprache. Schneidig. Versenkungsziffern. Also wisst ihr, wie viele Leute da umgekommen sind schon? Heute sagen wir Infizierte dazu. Damals waren es Versenkungsziffern. Das ist schon Wahnsinn! Der Winter von 41 auf 42 war in Ostfront mit den Helden, mutigen Mutigen und erfolgreichen Abwehrkräften der deutschen und verbündeten Truppen zu Ende gegangen. Das war der Umsprung. Oh, eine große Hilfe. General Rommel und die Panzerarmee Afrika. Rommel? Ach nö, komm, hier die ganze Truppe ausgekippt. Ich muss mal aufwischen. Was hat Manis heute gesagt, sie möchte einmal Team-Weltrekordlerin werden? Das habe ich auch nicht gesagt. Doch, du hast gesagt, du machst jetzt Wetten gegen die und. Hä? Habe ich auch nicht gesagt. Doch, du bist einmal Tesla 9. RTX 30. Du bist RTX 30 und du machst Tesla 9. Punkt 0. Ich habe mehr Power. 20 Millionen. Tesla 7 ist das höchste? Siehst du? Ich habe Tesla 7. So, Trumpf. Da kannst du mir alles geben. Aber man soll das nicht machen, wenn man schwanger ist. Na, schauen wir sowieso nicht und so eine irgendwelche. Zu viel Eisen. Ja, das soll man eher nicht machen. Ich glaube, jetzt reißt ihr wahrscheinlich halt aus dem Körper. Mann. Na, der kam mit Brille. Was sonst du da? Du musst doch die Kugel abziehen. Der kam mit Brille. Na, ist er denn dafür geeignet? Läuft drüber. Naja, das ist in Ordnung. Drüber laufen ist gut. Deswegen ja extra groß. Also wenn er wirklich drüber läuft und nicht dann zu nah dran ist, dass der Umwaffer dann scharf, dann wird der auch geeignet. Jetzt alles umsonst was hier doof. Mathe. Schachmatte. So, jetzt holen wir noch die Nuki.
Und dann geht's ab nach Hause. Also die Geburtstagskind mal in die Laden auf alle Fälle. Schon mal. Voll knapp gestriffen, ey. Das ist ein offizieller Parkplatz hier. Glaubt man nicht. Abgekistelt. Siehst du? Ja. Elefant. Den findest du wirklich interessant. Dein Bruder. Jeder bekommt einen Muffin. Ja, machen wir immer so aus der Klasse. Unser Glück hat ausgereicht und Noah war heute wieder da. Sonst hätte ich 3 Muffins bekommen, wenn Noah nicht da wäre. Das ist ein Film. 2 Muffins reichen. 3 wäre noch besser. Oh, naja, mal gucken. Wir haben jetzt zu Hause noch deine Torte jetzt. Ja, Torte, ich komme. Und tschüss. Ich auch noch nicht. Naja, wenn du irgendwann Bock hast. Und du was bist du? Blumen, danke. Na, na, noch nicht. Noch. Warum denkst du, dass das ein Nintendo ist? Nintendo! Aber bitte mit Ruhe und Bedacht. Nintendo, was sag ich? Das ist meiner. Mann. Du weißt doch gar nicht, was drin ist. Wir haben doch den Inhalt getauscht. Als ob. Wie als ob? Ja, jetzt habe ich Angst. Was ist das hier? Also ich habe mir gedacht, vielleicht wären ja eine Packung Fischstäbchen viel eher für dich geeignet. Und da habe ich mir gedacht, ich mache 2 Packungen Fischstäbchen für dich hier. Ist das okay? Nintendo, komm her! Langsam, Lumen, schmeiß das nicht so rum. Ja, nun mal, du kriegst doch mal keine Panik. Ja, das ist sehr viel. So. Hallo, dein Gameboy. Das ist jetzt wieder nur für dich. Okay, Netzteil und so haben wir. Ich hab eigentlich nur benutzt. Jetzt fehlt noch mein Computer! Und ich konnte gar nicht spielen. Also Mama, wer, ihr habt das Spiel vergessen. Spiel. Hä? Spiel? Was für ein Spiel? Was ist das? Kennst du das noch? Ja, oh, Mama! Ist das nicht dieses Ding oder so? Ja. Ich wollte das! Ja. Muss man erstmal hier abmachen. Ah! Abmachen? Dort kannst du was machen. Mama, kommt dort was? Ja, da. Aha. Das macht total Spaß, wenn man das dann kann. Mama, aber das ist total schwer. Mama, hier machst du nach links und rechts und hier nach oben und unten. Mama, das hatten wir auch. Ja, ja, hatten wir mal ausgeliehen. Dann könnte man natürlich, wenn man beide auch macht, so schräg, ne? Ja, ja, genau. Und das. Na, oder musst du aber sehr. Na, aber sie kann das. Blume nur für dich. Oh, was denn, bitte? Omas Geschenk. Oh Gottes Willen, nicht. Muss man das bauen? Oder muss man die gar nicht mehr bauen? Blume, nur für dich. Ich hab noch mal Zeit, wenn du das nicht. Ja, das war so hin. Das muss ein Spiel sein. Hast du alles ausgepackt? Nein. Guck mal. Nein, gar nicht. Das ist alles? Ach, man muss den aufbauen, der ist Alge. Den muss man erst bauen. Blume, einfach mal rein. Oh, was ist das? Schutzfolie auf dein Lego Porsche. Zeig mal. Die Schutzfolie. Bevor ihr 1000 Fingerabdrücke drauf sind. Die Abdrücke weg. Oh ja, die kenne ich. Sieht aber süß aus. Ja, guck mal. Ist ein Schäfchen was? Oder was heißt das? Ja, sieht so aus, oder? Hase. Hase. So ein, aus diesem Märchenfrau-Kleid, wa? Ja. Das schicken die, oder? Ja! Was ist das denn?
Ein Buch wahrscheinlich, ne? Nee, ein Kuschelbuch. Mama, weißt du, wer das auch hat? Nein. Mara. Ich wusste es. Ja, ihr seid ja auch beste Freundinnen, oder? Best Friends forever. Zwei Sachen. Wenn du nicht so traurig bist, dass Angst so einen großen Lollipop bekommt und dass wir beide schon etwas haben. Was eigentlich Ona? Vermisst! Siehst du, jetzt hast du auch einen. Leon bringt einen Müller an. Hä, wo habe ich eigentlich mein Minecraft hingelegt? Schon weg. Das ist gute Müller. Mama! Was denn? Du musst besser aufpassen. Wieso ich? Zentropie. Hast du es gefunden? Ja. Wer liebt Schokolade? Die Lumi. Lumi, du darfst doch den ersten Schnitt machen, okay? So. Ja? Wo ist Leon? Leon, du ihn. Ach, der drückt gerade was aus. Happy Birthday. Okay, singen wir jetzt. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Lumen. Happy Birthday to you. Ja, er hustet und pustet. Bravo. Hier. Oh, da kommt der schon. Tada. Finger da weg. Andere Hand hier auch auf, aufs Messer. Spitze zuerst. Yay. Yeah. Welches Stück möchtest du das an? So. Na, also wir machen jetzt hier erstmal eins. So. Luna ist wieder Butter. Wollen wir mal gucken, wie das aussieht? Achtung! Ich bin von innen sehen. Die Nase. Die Nase. Hallo, Kirsten! Hallo? Hallo? Und dann kommt ein kleines Stück. Alle zusammensitzen. Spür schon hin. Du meinst schon. Ja. Hier kommt, ich warte mit. Ja. Ganz toll. Ganz super. Hm? Du bist überhaupt nicht am Ende, wenn was sie gemacht hat. Was war das? Wo bin ich? Wo bin ich? Ich fand die neue rebootet. Sofort zwei. Bei mir gibt es keine Buchstaben auf dem Kuchen. Hm. Wir sind nicht da. Wir sind da noch. Papi, wir sind nicht da. Ach Mann. Mama hat sich doch amüsiert. Warum ist die mit Papa gekommen? Oh nee, unser Schokomonster. Ja, ich meine dich. Hm, ich kann böse gucken. Scheiße, hab ich auch mitbekommen. Die hat immer so. Nie so. Mama. Mama! Die guckt manchmal auch so. Mama! Mama! Ich fand es so geil, alleine bei dem Video, was Vater gestern rausgebracht hatte. Da hat sie auch zwei, so drei Mal dann nicht einen Tag alleine da. Mama! Ja, genau, die kann ganz sauer gucken. Ach Mann, Luna, gib her. Mann, ey. Sie ist von mir geflüchtet im Flug. Zumindest hat sie es probiert. So aus? Oh, viel Schokolade. Wie kann man noch mehr kriegen? Ach, jetzt. Das hat man in der Nase die ganze Schokolade. So ein Stück Kuchen am Schnabel dran gesteckt. Luma, kommst du her? Mama, so viel Schokolade. Du bist sauer? Jetzt kann ich hauen, Mama. Jetzt kann ich hauen. Das ist Lumens. Das ist meins. Jetzt kann ich hauen, Mama. Noch schlimmer. Okay, jetzt kann ich auch Zombies haben über Nacht. Bleib doch ganz ruhig hier. Oh mein Gott. Ich sehe eine Feder. Ja, die liebt Wasser. Die planscht total gerne. Die badet auch gerne. Und sie weint nicht beim Haarewaschen. Du bist jetzt mal ruhig, ja? Ja, sie auch gerade. Wenn sie richtig so den Mund hingehalten zum Saubermachen. Ich guck mal kein Schaf an. Ich
bin keine Schafe, ich bin Mensch. Ja. Wer schreit immer noch ganz laut beim Haare waschen? Genau, Skadi, nah an Luke. Das war jetzt auch eine Frage. Boah. Ich glaube, du kannst hier runterlassen. Sauermonster? Komm mal rauf. Ja. Dass meine Hose so eng ist und ich ja noch geschimpft habe, dass diese chinesischen Größen überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen, ne? Ja. Du so. Bist Insta. Auf jeden Fall, hör doch mal auf damit. Dynamische Aufnahme nennt man das. Auf jeden Fall, als ich dann auf Toilette war, ich meine, es ist eine Hose mit Fütterung gewesen. Okay. Als ich auf Toilette war, hatte ich sogar von der Fütterung ein Muster auf den Oberschenkeln. So eng war die Hose, ja, ich bin fast gestorben. Auf jeden Fall, dann kommt noch die beste Sache. Ich hänge die Wäsche auf. Und ich denke mir so, auf einmal, es war ja eine neue Hose. Jetzt musst du machen. Achso. Eine neue Hose. Habe ich auf einmal diese Hose, die ich ja eigentlich anhatte, in der Hand. Und dann denke ich, hä? Was ist, wieso habe ich die Hose in der Hand? Ich dachte, ich habe sie an. Und weißt du, was ich für eine Hose anhatte? Jetzt, ja, jetzt, pass auf. Von Lumen. Jetzt. Oh. Ja. Klapp. Ich hatte eine Lumenhose an. Du hast Lumens Hose übergestrapst. Kein Wunder, dass die so eng war. Alter, voll die, wie nennt man die? Kompressionsstrümpfe? Genau, deswegen hat sie jetzt guck mal, komm mal, Lumen ist zwar 8 Jahre alt geworden, aber nicht hier 38, so wie du. Soll ich dir mal zeigen, welche Hose ich anhatte? Na, also da muss ich aber schon doch an dir zweifeln jetzt langsam. Was ist denn mit der los? Nein, die hast du nicht. Wie zur Hölle kommst du da drauf, dass das deine Hose sein könnte? Max, kannst du das mal bitte Lian zeigen? Lian, bitte jetzt mal im Ernst. Wie kommst du da drauf, dass das deine Hose ist? Eingelaufen. Also du hast zwar abgenommen, aber nicht, also wirklich. Ich zeig dir meine Hose. Ich bin erschüttert. Nein, wir sind sich selber jetzt nicht mehr. Ich meine, ich weiß, wie ihre Hose aussehen. Ja, zeigt sie mir ihre Hose, als wenn ich das nicht weiß. Offensichtlich weißt du das nicht. Ja! Na ja! Genau, ja! Ja, doch, ja! Ich meine, guck dich doch an! Guck! Der Unterschied, das ist eigentlich die Hose. Jetzt nur noch eins für all unsere Zuschauer, für all unsere Zuschauer und treuen Fans. Wir müssen jetzt unbedingt sehen, wie du in die Humans Hose aussiehst. Oh, ja. Ich hab das heute Morgen, ich hatte die den ganzen Tag an. Erst als ich wieder zu Hause war, habe ich gedacht, na, irgendwas stimmt hier. Nee, erst als ich die Wäsche... Deswegen hast du so viel Blut im Kopf gehabt. Ich bin gewundert, du so rot bist. Als ich die Wäsche aufgehangen habe heute Nachmittag, habe ich gedacht, Moment mal, was war denn hier los? Nee, also ich gehe jetzt dann doch lieber wieder runter zu denen, die relativ normal sind, im Gegensatz zu denen hier. Oh, ist das nicht lustig? Total. Guck mal, wie klein die ist. Voll drauf. Was ist denn los mit der Welt? Oh Mann, ey. Feier. Lumen, schließ deinen Kleiderschrank zu. Mutti kommt. Ist das nicht eigentlich immer andersrum? Ich bin erschüttert. Magic ja, Size. Magic Size ist ja alle dude und schön, ja. Aber das ist nicht Magic das Size. Das Witzigste auch noch ist ja, dass ich nachdem ich diese Hose anhatte und echt gedacht habe, Mann, ist die eng. Und geht noch weiter. Habe ich sogar noch im Internet gegoogelt nach der Bewertung mit der Hose und da stand, sitzt gut. Und ich dachte, Mann, was sind das für Leute? Schreib mir so einen Hater-Kommentar reinschreiben. Schreibt, habt ihr mit Passgenauigkeit? Schreibt so eine Lumen, passt gut. Und dann siehst du hier, Quadrator Imperator. Quetsch, hüpf, hüpf, hüpf am frühen Nein, Morgen. Nein, der stand ja mit Maßen, weiß ich was, 1,60 mit 63 Kilo und so, passt gut. Da habe ich gedacht, ja, ich bin ja eigentlich länger und wiege das Gleiche. Dachte, dann muss es mir doch erst recht passen, wieso ist es bei dir so? Voll die Presswurst. Und hier, das war richtig so und so. Ja, okay, also gut. Also der, um den geistigen Zustand meiner Frau mache ich mir jetzt keine Sorgen mehr. Nee, ich dachte, du machst dir Sorgen. Nee, ich weiß Bescheid jetzt. Einfach, das ist auch erledigt, das Thema ist durch. Hat sie erledigt. Oh, Alter, da wollen wir nicht mehr drüber nachdenken. Gut, dann verabschieden wir uns. Geburtstag ist hier gemacht. Wir sind jetzt hier fertig, würde ich mal sagen. Wir sehen uns im nächsten Vlog dann wieder.
Ciao, macht das gut, bis dann, sagt der Tommy.